Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, meine lieben Clasher-Freunde, zu einem weiteren Video. Ja, Leute, ich bin auf dem Account vom lieben guten Querzel und wir beide haben uns einfach mal ganz spontan für dieses Video hier entschieden. Das heißt, der Querzel hat mich gefragt, ob ich nicht Lust habe zu rollen und auf diesem Weg auch mal kurz über seinen Account zu schauen. Da habe ich gesagt, Mensch, das mache ich unabhängig von deinen Gems, die sind dafür nicht notwendig, schaue ich natürlich über deinen Account. Und ja, deswegen machen wir hier heute einen kleinen Account-Check und am Ende werden wir hier mit diesen fast 11.000 Gems versuchen, einige neue Helden für den Querzel hier an Land zu ziehen. Bevor es aber losgeht, möchte ich eine Person grüßen. Einen lieben, lieben Gruß an dich, mein lieber Remix-Boy. Du hast mich ja vor einigen Tagen darum gebeten oder hast mich gefragt, ob ich dich nicht grüßen kann. Und natürlich kann ich das. Von daher nochmal einen lieben, lieben Gruß an dich. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Vielen, vielen Dank für dein Abo. Und ich hoffe natürlich, dass dir auch zukünftig meine Videos weiterhin gefallen werden. So Leute, dann würde ich sagen, dann starten wir auch mal direkt mit dem Account-Check und schauen auch direkt mal in sein Heldenaltar rein. Ich habe mich auch vorher gar nicht auf diesem Account umgeschaut. Normalerweise logge ich mich immer ein und schaue erstmal kurz drüber, was mich hier so erwartet. Und das habe ich heute nicht gemacht, ist auch schon etwas spät und wie gesagt, haben wir uns hier wirklich spontan dazu entschieden. Ich wollte das eigentlich morgen machen und ja, deswegen habe ich das nicht gemacht. Deswegen bin ich selber mal gespannt, was uns hier erwartet. So, der erste Blick, er hat einen Rockno, er hat eine Rose. Stechen natürlich direkt ins Auge. Der hat hier nämlich Tessa, einen Ronin. Und das sieht doch alles schon mal gut aus. Micha hatte am Start einen Arius. Ich hoffe, mit einem 5er erquicken. Nee, leider nicht. Und einige tolle Helden sind hier auf jeden Fall vorhanden. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie der gute Querzel seine Helden hier so spielt. Du hast einen Gargoyle auf 9 von 10 5er erquicken. Ja, ist immer so eine Sache. Die einen spielen das 5er erquicken und die anderen tauschen dieses 5er Equiken sogar gegen Bollwerk, einige sogar gegen eine Steinhaut, wie auch immer. Man hat ja einige Möglichkeiten, den Gargoyle zu spielen. Ich selber spiele ihn natürlich nach wie vor mit einem Bollwerk, finde ich stark. Und würde ich persönlich das 5er Equiken hier tauschen, würde ich nicht machen. Ich würde den Gargoyle so behalten, würde mir eventuell sogar einen zweiten hochziehen. Und würden viele anders machen. Wie gesagt, der eine tauscht es, der andere nicht. Ich würde einen 5er Equiken Gargoyle nicht tauschen. Der ist auf jeden Fall oft sehr, sehr sinnvoll und deswegen würde ich ihn behalten. So, dann schauen wir uns mal den nächsten 5er Equiken Helden an, der Vlad. Auch hier würde ich natürlich nichts tauschen. Der war ja damals wirklich eine Granate gewesen. Ist jetzt auch schon einige Tage her. Der Vlad ist ja leider nicht mehr so in Mode. Aber wenn man den damals mit einem 5er Equiken hatte, hat man ihn auch nicht hat man ihn behalten im Lost Battlefield, ja, wenn er direkt zum Proc kam, war der Vlad auf jeden Fall eine richtige Granate gewesen und ja, ich denke mal, deine Kriegsgötter, deine Bollwerke, die du jetzt zukünftig bekommen wirst, die wirst du ganz sicher nicht auf Vlad tun und von daher, ja, sieht auf jeden Fall schick aus und erinnert mich an die alten guten Zeiten. So, dann hast du den Rockno auf 7 von 10 mit einem 5-8er Wiederbeleben, ist natürlich, auch nicht verkehrt, aber ich empfehle dir hier eine Steinhaut, die ist auf dem Rockno auf jeden Fall richtig geil. So, dann hast du hier eine Rose auf 7 von 10, 5, 8er Lebensentzug, auch hier kann ich nur sagen, ist nicht total verkehrt. Auf der Rose, ja, würde ich persönlich eine Flammenwache spielen. Der Arius, der ist natürlich im Spiel und der kann uns bei der Flammenwache einen Strich durch die Rechnung machen, aber das ist mir egal, der Arius ist nicht überall. Und die Flammenwache ist auf jeden Fall stark. Ich persönlich würde dann zum Beispiel auf der Rose noch Steinhautruhen packen. Ja, für den Fall, dass uns so ein Arius trifft, haben wir dann noch die 25%, wenn wir eine Level 5 Rune haben. Ich glaube, das müssten 25% sein, die uns dann in diesem Moment schützen. Und mein persönlicher Favorit ist eine Flammenwache. Aber eine Steinhaut ist natürlich auch richtig geil, würde ich die bekommen. Bevor ich eine Flammenwache habe, würde ich diese natürlich auch auf die Rose oder den Rockno packen, ganz klare Sache. Dann hast du den 7-10er Kürbisherzog mit einem 7-8er Bär, sie bringen ihn auf jeden Fall hoch. Ich denke, das muss man wirklich nicht mehr sagen.
Dass man den Kürbisherzog auf jeden Fall erstmal auf 9 von 10 bringen sollte, so wie du auch dein Bersi auf 7 von 8 gebracht hast. Bring bitte deinen Kürbisherzog auf 9 von 10 und ja, dann natürlich auch auf 10 von 10 und dementsprechend das Bersi dann auch auf 8 von 8. So, dann hast du hier einen Druiden, ja, 5 von 10. Ja, ich sage ja immer Zukunftsmusik. Ich denke mal, dass dein Druide auch Zukunftsmusik ist. Aber ich finde den Guten natürlich nach wie vor noch gut. Der hat ja natürlich hier diesen Damage-Buff. Und ja, für den World Boss sehr, sehr interessant. Ich nutze den auch gerne mal noch in den Dungeons. Mache ich das wirklich? Ich habe jetzt den Waller, weiß ich gar nicht. Ich habe das, glaube ich, jetzt einfach mal so gesagt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich den Druiden natürlich nach wie vor stark. Gerade bei dem World Boss. Und ja, hier empfehle ich dir in Zukunft ein Verlangsamen. Ja, zu dem Aries muss ich auch nichts sagen. Bring den bitte auf 8 von 10, dass er hier 5 Ziele trifft. Momentan trifft er nur 4 Helden. Auf 8 von 10 trifft er 5 Helden. Und unabhängig davon, ob du jetzt das Equipen hast oder nicht, bring den bitte auf 8 von 10. Ja, und zukünftig, denke ich mal, wirst du ihm auch das 5-5er Equipen geben. Ja, zu dem Todesritter sage ich jetzt mal gar nichts. Zu dem Orcsbane auch nicht. Ja, der gute Santa nach wie vor noch in den Dungeons cool. Aber es gibt ja mittlerweile so starke Helden. Ja, die Espirita und Anubis ist klar. Und ja, also ich denke mal, ich weiß es nicht. Zum Santa sage ich jetzt auch mal nichts. Ja, PK, der gute, auf 4 von 10 finde ich nach wie vor auch noch gut. Aber ja, der PK kommt auch immer mehr aus der Mode. Natürlich kann man den noch in der Lava 4 und so weiter nutzen. Aber im Endeffekt, ja, gibt es mittlerweile so starke Helden, dass der Gute hier auch nicht mehr so in Mode ist. Beastmeister, denke ich mal, sollte auch klar sein. Mit einem Verlangsamen für den World Boss, auch Zukunftsmusik, dann hast du hier einen Grimm. Der wird dir nach wie vor noch in den Wellen weiterhelfen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit du in den Wellen bist, aber musst du einfach mal selber entscheiden, ob du den eventuell noch auf 7 von 10 bringst und ihn ja in den Wellen nutzt. So eine 5-8er Flammbach ist auch nicht verkehrt. Bollwerk, Kriegsgott, Steinhaut, Streuung, kann man ja alles auf dem Grimm spielen. Ja, dann hast du eine Kürbishexe. Ich liebe meine Kürbishexe. Also unabhängig davon, ob es den Anubis gibt, ob es die Espirita gibt und die Hüterin und wie sie nicht alle heißen. Meine Kürbishexe liebe ich. Und zwar im Lost Battlefield mit einem 5er-Equiken. Die alte, die haut rein. Ja, also ich bin froh, dass ich die mit einem 5er-Equiken habe. Ich würde dieses 5er-Equiken auch nicht tauschen. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn die alte prockt, ja, und wenn sie dazu noch gebufft ist, dann haut die richtig rein und ja, ich möchte meine Kürbishexe auf jeden Fall nicht hergeben. Dann haben wir den Rudi, ja, 6 von 10, 3-8er Kriegsgott. Auch hier musst du gucken, ich habe ja einen Rudi, der ist auf 10 von 10 und auch wenn alle sagen, der reicht auf 7 von 10 oder wie auch immer, im Lost Battlefield, ja, 10 von 10. Ich glaube, ich habe auf meinem 7-8er Bollwerk, wenn der prockt, also bleibt auch wirklich nichts mehr stehen. Natürlich ist es wichtig, dann auch noch, dass auch noch andere Helden in Kombination mit ihm den Damage raushauen. Aber der Rudi ist für mich auch noch eine sehr, sehr starke Hilfe. Aber da es ja mittlerweile so viele andere Helden gibt, investiert man natürlich nicht mehr in diese Helden. Und von daher, ja, musst du wissen, ob du ihn zukünftig höher ziehst. Ich glaube, ich würde ihn zumindest erstmal auf 7 von 10 bringen. Der hat ja hier einen 3-8er Kriegsgott. Und dann kannst du mit denen auf jeden Fall noch so einiges anstellen. So, dann hast du Micha auf 5 von 10. Den guten, den würde ich auf jeden Fall hochziehen. Und ich würde auf dem Micha entweder eine Hartnäckigkeit oder eine Flammenwache spielen. Natürlich ist eine Steinhaut auch nicht verkehrt, aber man muss wissen, wenn man die Steinhaut auf ihm spielt, wird weniger Schaden reflektiert. Und ich bin der Meinung, dass man diese wichtige Fähigkeit nicht hergeben sollte. Ich finde die Reflexion sehr, sehr stark. Ich finde sie sehr, sehr wichtig. Und wenn ich auf dem Micha eine Hartnäckigkeit spiele und dadurch 100% mehr Leben habe, ja, dann kann man nicht davon sprechen, dass ich da weit entfernt von einer Steinhaut bin, sprich von diesen 60% Damage, die bei mir oder die weniger ankommen, sage ich jetzt mal. Also ich bin mit einer 8-8er Hartnäckigkeit nicht weit entfernt, ja. Und wenn ich dafür dann
den kompletten Schaden, also die 75% müssten das, glaube ich, auf 10 von 10 sein, weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall über 70%, wenn ich die dafür reflektieren darf, dann denke ich mal, kann man nicht sagen, dass eine Hartnäckigkeit schlecht ist, sondern eine Hartnäckigkeit ist Bombe, eine Flammwache finde ich auch Bombe und deswegen kann ich dir das nur an dieser Stelle empfehlen. Und unabhängig davon, ob du dieses Talent jetzt hast oder nicht, bring deinen Micha auf jeden Fall hoch. Ja, also der sollte hier nicht auf 5 von 10 abgammeln, sage ich jetzt mal. Der Gute, der hat richtig was auf dem Kasten und ja, den Micha finde ich persönlich auch richtig stark. Ronan für den GK, für Brenn, denke ich mal. Ich selber habe ihn nicht. Ich habe auch noch nie mit ihm gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen kann ich auch nur sagen, das, was ich sehe. Und ja, das, was ich sehe und was ihr alle auch seht, ist das Verbrennen auf ihm. Deswegen empfehle ich dir das einfach auch mal an dieser Stelle. Kriegsgott ist natürlich auch cool. Ich kenne einige, die spielen Kriegsgott auf dem und sind auch sehr zufrieden. Und von daher, ja, Kriegsgott ist anscheinend auch nicht verkehrt. Dann haben wir die gute Mechtessa hier auf 6 von 10. Kriegsgott, viele nutzen Berzi auf der Mechtessa, ist auch richtig stark. Und ja, aber ich denke mal, du hast andere Helden, die da im Vordergrund stehen. Und ja, Mechtessa wird bei dir wahrscheinlich auch Zukunftsmusik sein. Ja, dann haben wir den guten Captain Weißbart auf 5 von 10. Ja, hast du hier mit einem Schwächen, auf dem würde ich ein Bollwerk spielen, Kriegsgott. Ja, würde ich den hochziehen, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, weil den kann man natürlich auch gut im Lost Battlefield nutzen. Ohne dass er jetzt hoch geskillt ist, ja, da ist es wichtig, dass der Gute direkt zu Beginn prockt im Aries-Team. Und von daher weiß ich nicht, du hast andere Helden, um die du dich erstmal kümmern solltest. Und selbst wenn du ein Bollwerk bekommst, würde ich das, glaube ich, auf anderen Helden nutzen, bevor ich das hier dem Captain Weißbart gebe. Und ich sag mal an dieser Stelle, ich glaube es nicht nur, sondern ich bin mir da sogar sicher. So, dann hast du hier noch einen Druiden. Ein Eros. Habe ich bei dir vorne einen Eros gesehen? Nee, tatsächlich. Ich habe keinen Eros bei dir gesehen. Zieh dir mal deinen Eros hoch, mein Lieber. Du hast ja gar keinen Energielieferanten. Ich sehe hier keine Valentina. Genau, vorne hast du keine Valentina. Und ja, du brauchst hier auf jeden Fall einen Helden, der Energie liefert. Und das ist in deinem Fall der Eros. Der sollte hier wirklich nicht auf 2 von 10 abgammeln. Mensch, den hast du so schnell auf 7 von 10 gezogen. Ich weiß, du hast 60.000 Macht und das dauert alles ein bisschen. Aber ich an deiner Stelle, ich würde mich hier erstmal für 5, 6 Helden entscheiden und würde dafür den Gargoyle nehmen, den Kürbisherzog. Dann würde ich mir den Eros mit in das Team holen, den Micha und ja, die Rose natürlich. Und ja, welchen Helden noch? Ja, den Sechsen, da kannst du einfach mal selber entscheiden, ob das dann der Rockno ist, der Aries oder wie auch immer. Und um diese Helden würde ich mich kümmern. Dann würde ich einfach systematisch vorgehen. Dann würde ich meinen Gargoyle erstmal auf zum Beispiel 9 von 10 bringen. Aber in deinem Fall auf 7 von 10 oder sogar auf 9 von 10. Dann würde ich mich hier um den Kürbisherzog kümmern. Dann würde ich mir den Eros schnappen und den auch zumindest erstmal auf 7 von 10 bringen. Dass du hier auf jeden Fall erstmal ein stabiles Team hast. Mit diesem Team kannst du ja dann erstmal die Wellen spielen, dann kannst du in den Dungeons ein bisschen vorankommen und ja, dafür ist der Gute natürlich wichtig und deswegen würde ich ihn nicht auf 2 von 10 abgammeln lassen. Nimm dir das auf jeden Fall zu Herzen, unabhängig davon, ob er einen 5er Equiken hat, das spielt gar keine Rolle. Bring den Guten bitte zumindest erstmal auf 7 von 10. Ja, dann hast du die Kalypso hier für den World Boss, Zukunftsmusik, ja, einen guten Hexer natürlich auch stark für den Gildenkrieg, den würde ich auf jeden Fall auch hochziehen. Ja, viele spielen den ja mittlerweile auf 12 von 12 oder auf 11 von 12. Der Gute hat immer noch so einiges auf dem Kasten und ja, bring den auf jeden Fall auch mal hoch. Ich habe ja auch dieses eine Video gemacht, wo ich ihn auch auf Non-Evo nutze. Der war nur auf 5 von 10 gewesen und ja, gebufft kann man natürlich mit dem auch noch einiges erreichen in den Gildenkriegen und so weiter. Und von daher kannst du den Guten auch immer nach und nach ein bisschen pushen. So, dann hast du hier hinten ja, die üblichen Verdächtigen, auf die ich jetzt, denke ich mal, nicht eingehen muss. Dann hast du hier eine Pixie auf 1 von 10, noch ein paar Kopien. So, dann sehe ich hier hinten Scharfschützen, ein Marodeur würde ich mir hier mit einbauen. Werwolf hast du ja, ein Werwolf, ein Scharfschützen und ein Marodeur für den Modus Schicksal wirst du benötigen. Und ja, diesen Held würde ich mir auf jeden Fall noch mit einbauen. Dann schauen wir mal eben auf die Meißelung 90. Vlad 60, Rockno, ja, die Rose, die würde ich meißeln. Mensch, den Kürbisherzog, meißel den zumindest auf 80. Bisschen Gas geben. Das ist alles eine Fleißarbeit und kannst du alles innerhalb von einigen Tagen. Ja, das ist alles zu schwach gemeißelt hier.
Gut, hier jetzt, die sind ja egal. Den Grimm meißel deine Helden, ja? Ich habe auch auf diesem einen Account, wo ich, den ich gerade verlose, da habe ich auch 60.000 Macht. Und da sieht man einfach mal, dass man, Mensch, der Micha, push den Micha, das tut mir im Herzen weh. Das ist ein starker Held, den kannst du richtig gut nutzen. Skill den und level den und meißel den. Den wirst du auf jeden Fall benötigen. Ja, man sieht's, deine Meißelung ist nicht so gut. Da solltest du auf jeden Fall Gas geben. So Leute, falls dieses Video zu lang wird, entschuldige ich mich jetzt schon mal. Aber ich möchte natürlich hier auf alles vernünftig eingehen. Du bist bei der Welle S. Schauen wir mal hier deine Heldenbasen auf 9, deine Türme auf 3. Ja, du solltest auf jeden Fall deine Türme und Heldenbasen leveln. Das wird dir hier auf jeden Fall zum Verhängnis werden. Das wirst du benötigen. Ich denke mal gerade hier bei der Welle S, S3, ja, sieht man. Da wird es an deinen Gebäuden liegen, dass du hier nicht vorankommst. Ja, solltest du natürlich alles leveln. Du hast 4 Millionen Gold. Was levelst du momentan? Ja, du gibst hier Gas in Richtung 5 Millionen. Verstehe ich auch. So, aber wenn du das hier alles dann erreicht hast, dann gib auf jeden Fall Gas mit den Türmen und deinen Heldenbasen. 2 Arbeiter sind frei. Schau mal, ob wir hier ein bisschen Ehre haben. Haben wir nicht. Gut, dann mache ich das jetzt mal nicht. Das überlasse ich dir. Schauen wir mal über deine Pets drüber. Oh Gott, wenn ich das schon wieder sehe, ne, blutet mein Herz. Mini Angie. Skill 1, Level 11. So, Julefant, Skill 1. Ganz wichtige Pets, die dir weiterhelfen. Chica Boom, auch geil. Ja, Rudolf hast du auf 2. Ja, Phoenix, Level 1. Oh Gott, alles auf Level 1. Und, ja, was soll ich sagen? Skill die Mini Angie, skill den Julefanten. Im Endeffekt kann ich sagen, skill alle. Aber skill die Mini Angie, skill den Julefanten, skill Phoenix und Höllenballon. Unabhängig vom Gildenkrieg sind diese Pets sehr, sehr stark in den Dungeons. Und wir schauen da jetzt auch mal rein, wo du hier bist. Okay, die 560 hast du erreicht. Und ja, du wirst sofort merken, wenn du den Phoenix, den Höllenballon, wenn du dir den Bubbler und die Mini-Angie dazu holst. Ja, wenn du die skillst, dann wirst du sofort den Unterschied merken. Gerade in den Dungeons wirst du auf jeden Fall merken, dass diese Pets sehr, sehr stark sind. Und ja, du wirst dich am Ende sogar ärgern, dass du diese nicht früher genutzt hast. So, dann schauen wir mal hier, wie viel Orden du hast. 61.000, okay. Kurzer Blick in dein Lagerhaus. Bücher hast du hier. Die Essenzen, die liegen hier rum. Ich weiß nicht, warum die hier rumliegen. Du hast kein Eros am Start. Dein PD ist nur auf 7 von 10. Deine Pets sind nicht gelevelt und du hast hier einfach Essenzen, die du nicht nutzt. Ja, muss ich wirklich kritisieren. Finde ich wirklich schade. So, dann hast du hier eine 5er Talentruhe. Ja, das ein oder andere Talent kannst du gebrauchen. Warte nicht. Öffne diese Truhe. So, dann hast du hier noch Kopien. Den Micha, den kannst du hochziehen. Kannst du auf Evo bringen. Eros hast du, Kürbisherzog hast du. Also du hast hier einige Kopien rumliegen. Rogno Mechtessa ist vorhanden. Und ja, dann hast du hier Runen. Okay, 60.000. Anhand der Runen sehe ich schon, dass du im Verschollenen Reich nicht aktiv bist. Schauen wir jetzt mal rein. Level 12? Okay, Level 15. Ja gut, ich mache das ja nie anhand der Macht fest, ob du hier aktiv bist oder nicht. Aber du scheinst nicht so viele Runen zu haben für deine Macht. Wahrscheinlich hast du auch deine Macht gepusht. Gut, Level 15 ist auf jeden Fall schon mal gut. Gib dir auf jeden Fall Gas. Du stehst kurz vor Level 16. Jetzt schauen wir mal hier auf deine Minen. Level 15, ja, die hast du alle vernünftig angepasst. Das gefällt mir. Von daher habe ich hier nichts zu kritisieren. So, wo kann ich noch mal reinschauen? Ich schaue auch noch mal kurz in Plan speichern. Ich hoffe nicht, dass mich hier jetzt eine Nullrunde erwartet. Ja, eine Nullrunde. Hast du noch nicht gespielt? Ich hoffe, dass du das machst. Hättest du natürlich schon lange spielen können. Ich möchte dir hier jetzt nicht reinfuschen. Ja, solltest du das Lost Battlefield nicht spielen, ja, kann ich dir an dieser Stelle auch nur sagen, würde ich nicht verstehen. Dann schaue ich noch mal kurz, wie viel Ehre du hier hast. 80 Ehre, sieht mir ganz danach aus, dass du das Lost Battlefield nicht spielst. Ich schaue auch mal kurz hier in deine Gilde rein. Ich hoffe, dass das okay ist. Nein, dann muss ich hier Gildenkrieg, zack, Gildenranking. Deine Gilde, ach so, du kannst den Gildenkrieg nicht spielen. Okay, und ich glaube, 6 Mitglieder, dass du hier sogar der Anführer bist.
Ja, was soll ich sagen? Ne? Ihr braucht oder du benötigst Ehre, jeder deiner Mitglieder benötigt Ehre. Und ja, du solltest dir auf jeden Fall Gedanken machen. Ihr habt alle auch nicht so viel Macht. Und das wird ja auf jeden Fall noch richtig lange dauern, bis ihr an den Gildenkriegen teilnehmen könnt. Und ja, ich kann dir da nur empfehlen. Ja, ich möchte dir nichts kaputt machen. Ist natürlich immer schön, eine eigene Gilde zu haben. Aber wenn du da nicht direkt im Vorfeld Mitglieder am Start hast, ja, dass die an den Gildenkriegen und so teilnehmen kannst, dann würde ich mir ernsthafte Gedanken machen, ob du hier weiter in Richtung eigene Gilde gehen solltest oder ob du nicht wirklich in eine Gilde gehst, wo du auch an den Gildenkriegen teilnehmen kannst, dass du an die wichtige Ehre kommst. So, dann würde ich sagen, dann haben wir alles durch. Habe ich mal geschaut, diese Ausrufezeichen, die gehen mir so auf die Nerven. 30.000 Splitter, ja, was soll ich sagen? Du hortest Splitter, hast Essenzen und ja, nutz die doch, mein lieber Querzel. Du musst die nutzen. So, dann würde ich vorschlagen, dann haben wir uns alles mal angeschaut. Relikthalle solltest du auch leveln. Ja, bist hier momentan die Katastrophe am Leveln. Verstehe ich nicht, warum. Katastrophe. Okay, hier hast du alles auf Level 5. Ich würde den Meteor leveln, aber dafür musst du, glaube ich, deine Gilde upgraden. Warum levelst du nicht deinen Ares Collar? Den kannst du doch leveln. Ich glaube, den kannst du erst ab Level 17 dann leveln. Ja, wie gesagt, Relikthalle hochbringen und dich um die richtigen Zauber kümmern. So, zu guter Letzt dann auch nochmal ein Blick in dein Trainingslager. Okay, hier habe ich nichts zu kritisieren. Gut, mein Lieber, ich hoffe, dass dir diese Tipps weitergeholfen haben. Und ja, 5 Arbeiter hast du am Start. Das möchte ich natürlich hier auch an dieser Stelle nochmal erwähnen und sagen, ja, super, weil das bin ich ja auch immer am Kritisieren. Und ja, ich würde sagen, dass wir jetzt mit dem Gamroll beginnen. Deine Wünsche, die habe ich ja noch nicht genannt. Du wünschst dir hier eine Rose-Kopie. Du wünschst dir natürlich einen Anubis, eine Espirita, alles, was es so an neuen Helden gibt. Viele, viele Duplikate. Und ja, ich hoffe, dass wir hier mit deinen, ja, ich sag mal 11.000 Gems zumindest einen tollen Helden für dich rollen werden. Ich schau mal, öffne die Schatztruhe, ob du hier Versuche hast. Ich glaube, du hast dir, glaube ich, Gems gekauft, wenn ich das richtig verstanden habe. Gewinnverlauf. Ja, du hast einen Versuch gehabt, den hast du schon selber gemacht. Hast du gut gemacht und ja, eine Talent-Reroll-Card ist ja nicht ganz verkehrt. Immerhin besser als on. So, dann würde ich sagen, dann starten wir auch mal direkt mit dem Roll. Drückt uns die Daumen. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Glück. Ich hoffe, dass ich dir hier gerecht werde und wir ja einen tollen Helden hier an Land ziehen. So, dann würde ich sagen, ich starte mal mit einem Dreier-Roll. Dreimal blau. So, blau. Okay, ein Santa Boom. Den wollen wir nicht. Wir wollen natürlich eine Espirita. Nee, das machen wir jetzt auch nicht. Du hast jetzt keinen Platz im Lagerhaus. Ich werde hier nicht Gems investieren. Das werde ich auf gar keinen Fall tun. So, dann müssen wir mal ganz schnell was verkaufen. So, den verkaufen wir auch mal, dass wir ein bisschen Platz haben. Sollten wir nochmal was verkaufen müssen, dann werde ich das natürlich rausschneiden. Okay, den lasse ich dir mal. Dann gucken wir mal hier unten, ob ich noch was öffnen kann. Ja, bei einem Gamroll ist immer wichtig, dass ihr selber Platz schafft. Ja, sonst verliere ich hier zu viel Zeit. Ist nicht böse gemeint, aber ihr seht es ja selber. Dann müssen wir uns leider damit aufhalten. Dein Gold lasse ich dir jetzt auch mal. Komm, die investiere ich mal direkt. Komm einfach mal in den Kürbisherzog rein. Dann habe ich hier ein bisschen Platz, den auch. Ich hoffe, dass du mir das nicht übel nimmst. Und ja, die anderen werde ich hier nicht anrühren. Dann machen wir mal weiter mit einem Einer. Wieder blau. Viel blau, bis jetzt noch kein Grün. Okay, wenn man vom Teufel spricht. Blau, gib uns einen. Okay, Michael hast du ja schon gehabt. Hast du auch als Kopie im Lagerhaus gehabt. Hast du jetzt, glaube ich, deine dritte Kopie, wenn ich das richtig gesehen habe. 6.000 Gems haben wir noch. Komm, ein neuer Held sollte doch dabei sein. Nicht der Eros. Auch wenn wir über ihn heute gesprochen haben, ist es nicht nötig, dass er hier auftaucht. So, dann müssen wir wieder verkaufen. Zack, Heldenaltar. Weiter geht's. So, ein neuer Held sollte doch hier drin sein. Komm schon.
So, blau, blau, grün. Weiter geht's. Ein Dreier, eine Kalypso. Nein, wir haben ja was Legendäres, wieder Ninja. Nein, machen wir hier weiter mit den Einern. 4000 haben wir noch. So, ein Dreier. Ein bisschen was haben wir ja bekommen an legendären Helden. Aber das Richtige war noch nicht dabei gewesen. So, wir haben noch 3000 Gems. Komm her, schenk uns doch einen neuen Helden, nämlich Kessa. Hast du auch schon, hast du auch eine Kopie im Lagerhaus gehabt? Ich glaube, das war eine. Schade, leider ist nicht der richtige Held dabei. Weiter geht's. 2600 müssten das sein oder 2100. Schenk uns doch einen neuen Helden. Wir wollen keinen Imhotep. Legendär war auf jeden Fall dabei, aber nicht die falschen Helden. So, ich mache jetzt noch ein Einer-Roll. 3, 2, 1 und schade, dreimal blau. Ja, mein Lieber, Ausbeute war eigentlich okay gewesen, aber wenn man die Helden natürlich schon hat, dann kann man da nicht von einer guten Ausbeute reden. 10.000 Gems sind natürlich nicht viel, ja, da darf man nie so viel erwarten. Legendäre haben wir ja bekommen, wie gesagt, aber leider war nicht das Richtige dabei gewesen. So, dann soll es an dieser Stelle auch reichen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, hinterlasst mir ein Like. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn. Und wenn ihr wollt, dass ich für euch role, schreibt mich an. Meine Line-ID ist JackassCC. Mein lieber Querzel, dir nochmal vielen, vielen Dank fürs Vertrauen. Und schade, dass nicht der richtige Held dabei war, aber ich hoffe, dass du dich trotzdem über einige Kopien freust, die du bekommen hast. Und euch an dieser Stelle einen schönen, schönen Abend und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin.